Ja, hallo zusammen, willkommen zurück zu Border und Schatten. Ich bin euer Firobo. Und ja, ich muss sagen, mir hat er... Oh, was ist das denn für ein Vieh? Okay. Ja, was sagen wollte er? Ja, mir hat das Spiel doch so gut gefallen, obwohl ich es erst gar nicht spielen wollte. Jetzt kämpfen die zwei Reittiere da gegeneinander. Krass. Die Orks. Sieht schon wie alles ziemlich nice aus. Was wir jetzt noch machen können, ist die Thema hier abschießen. Bam. Cool. Ja, weil... Ja, ich wollte eigentlich das Spiel gar nicht spielen. Hab dann jetzt eine Session gespielt gehabt mit so circa 2 Stündchen. Jetzt muss ich doch sagen, das Spiel hat mir so gut gefallen, dass ich mich jetzt heute Abend nochmal hingesetzt habe und jetzt so circa 2 Stunden nach der Session hab's nochmal gespielt. War schon... Haben nicht viele Spiele geschafft, sagen wir mal so. Der Gegner daneben. Ist auch cool, dass man dann hier... Sehen wir nochmal hier. Jetzt Türme sieht und so. Ist schon cool. Jetzt sind natürlich keine Orks. Alter Schwede, was ist das für ein Mega-Vieh hier? An dem macht man ja gar keinen Schaden. Jetzt kommt es mich immer doof an. Also betäube ich ihn, okay, alles klar. So. Hier kann man nichts machen, oder? Wäre cool, wenn wir irgendwie Pfeile oder so bekommen würden. Ah, die sehen wir uns. Das Vieh ist jetzt böse auf uns, das kann ich mir vorstellen. Ja, jetzt, wir schießen noch ein paar Vögelchen ab, würde ich sagen. Geht daneben? Geht doch. Jetzt haben wir. Nee, doch noch nicht. Aber, haben wir noch einen Schuss? Ja, keine Energie mehr. Alter, was ist das für ein Mördervieh? Wenn ich das irgendwie Steine rausreißen kann und es abknallen kann. Das wäre ziemlich heftig. Finde ich persönlich. Alter. Ich bock das viel zu beobachten. Tut mir leid jetzt gerade, aber es ist wirklich so. So, okay, wir können jetzt hier nochmal... Na, wir können doch keine Vogel. Was ich auch jetzt gesehen habe, ist... Wir können hier so ablenken. Bam, alter Schwede. What the fuck? Also dem Vieh will ich echt nicht begegnen. Na gut, machen wir es mal hier runter. Oh, kommt direkt mal. Seit du mich zum Sterben zurückliest, habe ich auf diesen Tag gewartet. Ja, den haben wir jetzt auch schon mehrmals umgelegt, aber egal. Da fällt mal ein, mal eben in die Pausenmenü gehen und hier mal eben schauen. Weil hier sind nämlich wieder doch, wie gesagt, man kann hier 2 Leute killen, aber es kann auch so, ich muss erst sterben, dass sie wieder kommen, aber nein, da kommen auch so wieder. Ich weiß nicht wann, aber da hinten sind noch sogenannte Häuptlinge, glaube ich. Ja genau, Häuptlinge nennt man die, glaube ich, und die kann man auch noch später dann noch was mehr machen. So, später mehr. Okay, aber nicht doch tippen oder so, ne? Kann man die knacken? Nee, kann man nicht, okay. Ich bin kein... Aber leider hier, da ist es kein Problem. Ich will ihn mal... Was passiert damit? Jetzt haben wir ihn getötet. Wieso ist das so schlimm? Ah, cool. Okay, so kriegen wir dann... Wie sammeln wir das neue? Oh. Das ist schön machen bekommen. Alter, das Vieh läuft hier immer noch rum. So, ich will jetzt diesen Scheiß... Bam, endlich Jagderfolg haben. Jetzt schauen wir uns das Vieh mal hier an, ey. Das läuft hier rum und verwüstet alles. Alter Schwede. Ist schon krass, das Teil. So, Verbesserung. Gucken wir mal bei den Verbesserungen rein. Fähigkeitspunkt haben wir keine. Hier haben wir ein bisschen Geld, aber... Ja, bei den Preisen braucht man da nicht erstmal. Da könnten wir noch was demnächst machen, aber... Naja. Gut. Alter. Wenn man so ein Vieh wohl steuern kann... Schön, das könnten wir mal eben schauen, ne?
Alter, sogar die Erde hier bebt, wenn das Vieh langläuft. Nee, da Verbesserung. Können wir mal eben schauen. Ob es dann zu weit. Oder nee, beim Scribble muss man das gucken, ne? Hier. Trümmer aufsitzen. Boah, da sind die Krauk, so hießen die. Ah, man kann auch kontern, okay, was ist das? Oh, das ist auch cool. Aber krass, dafür müssen wir erstmal weiterkommen, ey. Ja, und so ein Vieh. Man sieht ja, was das Vieh aushält. Wollen wir mal gucken, was das Vieh... Ein Sklave ist geflohen. Mal schauen. Komm her. What the hell? Kann er auch nicht kontern? Nee, da glaube ich. Da braucht man nicht weiter gegen kämpfen. Müssen wir nur hoffen, dass wir schnell genug hier hochkommen. Alter, der Teil könnte auch mit Felsen werfen. Krass. Den hier. Da können wir abmäuscheln. Und Krampus aufgerollt. Ja, ja, bitte, kein Problem. Okay, wenn wir den jetzt gemacht haben, ist das Vieh einfach verschwunden oder wie? Ach nein, da läuft es. Oh, wow, wow, ist es hinter mir her oder wie? Wie ist das denn da auch gekommen? Die laufen weg, oder ne, der läuft mit her, ne? Alter, mit dem Vieh will ich mich auch schon legen. Okay, die Fledermaus fliegt gegen die Brücke. Ja gut, dann gehe ich doch erstmal jetzt auf die Karte. Wir können hier... na gut, ne, hier ist der Gauk, oder wie das Ding heißt. Ich schon mal sagen, hier haben wir die Festung, das ist relativ... Grube, ja, ich schließe Grube, wir verließen die. Machen wir erstmal uns das auf dem Weg. Ich hoffe, wir haben, okay. Sind die Snide zu? Wer wie immer dieselben dort? So, die sind im Ranking dann erst so. Okay, alles klar. Gut. Wir sind jetzt hier. Kann man das Vieh da hinten? Ich wollte schon sagen, kann man das Vieh hinten etwa nochmal sehen? Das ist ja ungefähr da in der Richtung sein, oder? Ja, richtig geguckt. Wir müssen zuerst einmal umdrehen und dann da hinkommen. War klar, sammeln ist zwar vielleicht langweilig, aber ich will es nach meiner Vorstellung und ich will sammeln. Was schon, ich wollte noch eben schauen, was haben wir jetzt für ein Jagdhaus? Töte Krankagorn, na das sind doch die... Dings aus der Fliecher. Da sehe ich auch eins auf der Karte, ich hoffe, das ist eins. Ist so nicht so ein dickes? Ja, ne, das ist... Ich hoffe, man soll auch nie Schrank schleichen können. Das ist gesehen, okay. Okay, wir haben diesen Sommer. Oh, this is awesome.
Au. Jetzt haben wir doch die Haus noch. Töte 4 Ratten. Okay. Jetzt das Heilkräuter. Ich hole mir erstmal ein Heilkräuterchen. Weil wir haben zum Beispiel den und wir haben das auch noch abgeschlossen. Wunderbar, nett. Schleichen wir hier mal, würde ich sagen. Kurz auf der Karte. So. Ich habe keine Angst vor Karagor. Bringe ich ihn halt um, wenn er zurückkommt. Das sind wir ein Stockwerk auf jeden Fall mindestens tiefer. Okay, ihr habt es auch gesehen, ich habe ihn durch die Wand gekillt. Gut. Hör auf, dich zu bewegen!
geschafft. Autsch. Das ist viele. Wir sind auch noch mal so gut sechs. Krasse Sache. Gut. Ich mache den Poppen, warten wir erstmal ab. Beziehungsweise machen wir jetzt mal an der Stelle den Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein.